Du liebst deine DJI Mini-Drohnen genauso sehr wie ich, vielleicht eine Mini 2, Mini 3 Pro, Mini SE oder Mavic Mini oder welche auch immer du hast und oder kaufen möchtest, dann hast du nämlich genau das gleiche Problem wie alle anderen DJI Mini-Drohnenpiloten, denn die Reichweite ist ein Riesenproblem. Und wenn du sagst, hä, wie Reichweite, ich kann doch damit kilometerweit fliegen, dann sag ich dir ja, dann bist du bis jetzt immer illegal geflogen. Denn tatsächlich musst du diese Drohnen sehen können. Also nicht nur diese, sondern jede Drohne darfst du nur so weit fliegen, wie du sie mit echten Augen sehen kannst. Und wenn du hier mal die Pixelmatsche siehst, da ist nämlich das größte Problem. Du musst auch noch die Lage im Raum beurteilen können und das Display-Videobild, das zählt nicht, ist ein Riesenproblem. Aber mit dem Inhalt von diesem Beutelchen kannst du die Reichweite deiner DJI Mini-Drohne legal hacken. Und wie das Ganze funktioniert und was sich tatsächlich jetzt hier in dem Beutelchen befindet, zeige ich dir. Aber es wäre jetzt vielleicht die beste Zeit, wenn du möchtest, diesen Kanal zu abonnieren. Würde ich mich sehr freuen. Lass mir mal ein Like da. Ja, und ich liebe es, wenn im Gesetzestext quasi schon der Hinweis darauf steht, wie du die Reichweite verlängern kannst, nämlich indem du die Sichtweite verlängerst. Und wie machst du das? Ganz einfach. Ich habe hier zwei Ulanzi Blinklichter, ein grünes und ein rotes. Laut gesetzlicher Vorschrift, übrigens ist hier eine Menge Klettband, musst du das rote Blinklicht links haben und das grüne Blinklicht rechts. Jetzt sind hier auch noch zwei Landegestelle drin. Wie du nachher das an deine Drohne befestigst, also nicht das, sondern das hier, ja, das kannst du machen, wie du möchtest. Hauptsache rechts grün, links rot. Also hier dieses Landegestell, das passt natürlich jetzt hier auf alle Drohnen drauf. Mini 2, Mini SE, Mavic Mini, die sind ja alle baugleich. So, und ob du jetzt das Ding hier, hupsi, so rum, montierst oder ob du sagst, nee, ich mache das lieber anders, ne, das kannst du machen wie ein Dachdecker, ja. Also, aber diese Dinger hier sind so unglaublich hell und du kannst sie auf verschiedene Weisen einstellen. Langes Licht. Ja, guck mal, wie das hier in der Kamera reflektiert. Irre gut. Also, das war es nämlich schon, denn diese Blinklichter kannst du so gut sehen und die Orientierung ist halt für Tag und Nacht wesentlich besser. Du kannst gefühlt doppelt so weit fliegen, als wenn du diese Lichter nicht benutzen würdest. Und wenn du sagst, ja, was ist denn jetzt hier mit den 250 Gramm? Stress dich nicht, du darfst bis 500 Gramm fliegen. Das Einzige, was du machen musst, du musst es mit deiner Versicherung abklären. Und das war's schon. Wenn dir der Lifehack, quasi der Reichweiten-Hack gefallen hat, hinterlass mir ein Like. Wenn der dir nicht gefallen hat, zwei Likes. Ein Abo, das habe ich schon gesagt, wäre echt toll. Lob, Kritik, Anregungen. Wie verlängerst du legal die Reichweite? Wie würdest du diese Lämpchen hier, ne, also diese Ulanzi-Lichter montieren? Ich verlinke das Ganze nochmal in der Beschreibungsbox. Ja, und das war schon. Übrigens kann man die hier perfekt mit USB-C laden. Bitte pass auf, es gibt auch, sagen wir mal, nicht so korrekte Kopien von den Lämpchen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß beim Nachmachen und stay tuned.